Und was für mich dann sehr prägend gewesen ist, abgesehen von meiner eigenen persönlichen Geschichte zu Hause, das war die Zeit der beginnenden Revolte der Jugendlichen, der Studenten, von Arbeiterkindern Ende der 60er Jahre. 68 war ich 14, da habe ich jetzt wirklich noch nicht so viel mitgekriegt. Aber das Erste, woran ich mich deutlich erinnere, war 1968 die Verkündung der Notstandsgesetze, wo mein Vater mit mir auf eine Kundgebung gegangen ist, nur um sich zu informieren, weil er war Lehrer für Politikwissenschaft und Latein. Und das hat mich tief beeindruckt. Mich hat sehr beeindruckt der Geist von Veränderung, die Möglichkeit, dass das Leben ganz anders sein könnte und die Idee, dass man aus seinem Leben was machen kann, alle, was nicht vorgegeben ist. Und ich glaube, das ist das, was für mich in meinem Leben immer am wichtigsten war. Darf ich nochmal nachfragen? Ja? Die Notstandsgesetze beinhalteten was konkret? Die Notstandsgesetze 68 waren ein Einschnitt in das damalige Demokratieverständnis der noch jungen Bundesrepublik, die bedeutet haben, dass, falls Gefahr im Verzug ist, die Bundesregierung die Möglichkeit hat, die Telefone abzuhören und die Briefe zu öffnen. Das war damals ein unvorstellbarer Gedanke. Das, was heute als Datenschutz und als Datenkraken alle zwar wissen, aber alle auch einfach hinnehmen, das war damals ein unglaublicher Skandal, der bis tief in sehr bürgerliche Kreise extremen Widerstand hervorgerufen hat. In einem Ausmaß, was später sich nur hier bei der Volkszählung wiederholt hat, wo es auch um Datenschutz ging und die Leute zum ersten Mal in dieser Form damit konfrontiert waren, dass der Staat als Staatsgebilde, der Verfassungsschutz, sich in dein Privatleben einklinken darf. Das kann man heute wahrscheinlich gar nicht mehr nachvollziehen, aber damals sind Zehntausende von Leuten quer durch die Bevölkerungsschicht auf die Straße gegangen, um dagegen zu demonstrieren. Das war damals die CDU und man musste nicht weit links sein, sondern einfach Sozialdemokrat, um zu sagen, das geht gar nicht.